Der Talk im Autohaus wird Ihnen präsentiert von Bombastus. Zum guten Gespräch ein guter Tee. Bombastus, Naturheilmittel seit 1904. Herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Heute zu Gast ist Marc Bodis. Er wurde im Februar 1985 als 100. Kind im neuen Dipser Krankenhaus geboren. Nach Schule und Berufsausbildung machte er sich gleich selbstständig. Sein Herz gehört dem Wintersport, aber nicht als aktiver Sportler, sondern als Sicherheitsverantwortlicher an der Altenberger Rennrodel- und Bobbahn. Und dann ist da noch ein Job, der ihn um die Welt reisen lässt. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Kinder, herzlich willkommen zum Talk im Autohaus. Ein sommerlicher Talk, heute jedenfalls am Aufzeichnungstag. Und sollten wir den ein oder anderen Schwitzfleck hier verursachen, dann bitte nicht komisch gucken. Wir sind alle frisch geduscht, aber es ist wirklich extrem. Ich schätze mal 35 Grad mindestens hier drin. Also, ja. Aber das soll der ganzen Sache keinen Abbruch machen. Mein Gast heute, Marc Bodis. Die Dipser werden ihn auf jeden Fall kennen, auf jeden Fall, wer mit der Feuerwehr ein bisschen in Verbindung steht. Daher kenne ich ihn ja auch. Seit vielen Jahren Stammgast beim FRM Vereinsquiz. Sie wollen ja mal den großen Pott holen, es ist bis jetzt noch nicht gelungen, leider Gottes. Aber demnächst, Marc, ist es geplant, wieder mitzumachen? Ja, natürlich. Wir sehen schon den Startlöchern. Ja, genau. Und bei diesem Thema sind wir uns auch mal ein bisschen näher gekommen im Gespräch. Dann haben wir mal zu dir gesagt, wie viel Urlaub hast denn du im Jahr, dass du so durch die Welt jetten kannst, vor allem im Winter, zu Wintersportgebieten. Und da bin ich darauf gestoßen, dass du ja auch ein sehr interessantes, darf man Hobby sagen, hast oder einen Zweitberuf oder wie kann man das... Ja, an sich ist es ein Hobby, was man so ein bisschen, ich nenne es mal im Nebenerwerb mit tätigt und halt ein bisschen seine Träume damit erfüllt. So, und jetzt sag mir, was es ist. Bin halt an der Bobbahn in Altenberg tätig, als Sicherheitsbeauftragter, das ist halt so das Nebenerwerb und bin dort in das TV Advertising nennt sich das gerutscht. Das heißt also für den Werbeaufbau an der Bahn zuständig und damit geht es halt, ja, man kann sagen, bis schon die Welt. Also wir gucken dann noch mal ein paar Bilder an, aber interessiert mich natürlich auch, wie man dahin kommt, wie viele Zufälle das Leben bereit gehalten hat, um das zu tun, was man heute macht. Auf jeden Fall bist du ja ganz normal zur Schule gegangen, ein Dipser Gewächs. Und was hast du dann gemacht, nach der Schule gelernt? Ja, nach der Schule bin ich aufs berufliche Schulzentrum nach Dippoldiswalde gegangen, habe dort technischer Assistent für Informatik gemacht, habe den abgeschlossen, war dann ganz, ganz kurz bei der Bundeswehr. Und als das auch nicht so richtig funktionierte, kam dann irgendwann die Idee, ja, das zu machen, zum Beruf zu machen, was ich schon mal als Hobby immer gemacht habe. Also Car Hi-Fi war es damals ja ganz groß noch im Kommen. Und habe dann 2006 mein eigenes Geschäft eröffnet, auf der Paulhofstraße damals. Drei Jahre, ihr wart auch da. Ja. Und irgendwann ergab den Zufall, dass der Dresdner ACR, den ich ja auch schon viele Jahre vorher kannte, jemand noch gesucht hat und wir wissen alle, dass es zu der Zeit auch sehr schwierig war. Es war die Weltwirtschaftskrise, es war generell ja alles nicht so. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Dresden und bin dann in Dresden 3 Jahre gewesen und bin von dort dann wieder zu einem Lieferanten gekommen, also auch über Gespräche, über Zufälle, über Kontakte und war dann 3 Jahre für ein österreichisches Unternehmen tätig. War auch ab und zu oder viel in Österreich gewesen und dann kommen wir so langsam ja, zu den Zufällen, wie du sagtest, wie ich dann in diesen Wintersport rein bin. 2016 war es dann so weit, dass ich mir gesagt habe, die Branche hat sich geändert, es ist nicht mehr so, wie ich das kenne, es macht eigentlich keinen Spaß mehr, es sind, ja, man muss sagen, viele Idioten dabei und brauchst irgendwas Neues. Und habe dann ein bisschen ein Backup mir aufgebaut, dass ich erstmal, jetzt wenn ich kündige, wegen Arbeitslosigkeit und sowas, sondern klar erstmal noch einen Job hatte, wo ich erstmal wusste, dass der auch beendet ist ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und hatte durch Zufall, das war im September 2016, eine Stellenanzeige im Internet gefunden an der Bobbahn Altenberg. Und zwar als Bahnsprecher und Messtechniker. Da habe ich mir gedacht, okay, ja, mit Computern kannst du, quatschen kannst du, guckst es mal an. Ja, habe mich beworben und habe eigentlich kurzerhand später, also vielleicht eine Woche später, vom damaligen Geschäftsführer von meinem Bennisch einen Anruf bekommen. Welche Stelle ich mich denn beworben habe, die haben ja nichts ausgeschrieben, aber die Bewerbung ist interessant, also wir wollen sie auf jeden Fall kennenlernen und kurzerhand Bewerbungsgespräche am nächsten Tag gehabt und sind dort eigentlich vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen, von Messtechnik über Eistechnik, über Marketing, Mess, also alles was dort ist und haben aber gemerkt, okay, angestellt werden, das ist was nicht,
aber mit meinem Nebenerwerb würde er mich halt gerne zu den ganzen Weltcups und großen Veranstaltungen mieten. Und ich habe dann nochmal in die Messtechnik mit reingeschnuppert, musste wirklich den Hut vor denen ziehen, die das machen. Die sitzen dort 8 Stunden vor einem riesen Monitor und haben wirklich die Sicherheit der Sportler in der Hand und müssen wirklich dort voll konzentriert sein. Also das ist absolut. Nebenbei noch lustig sein beim Moderieren teilweise. Und das war einfach nichts. Und dann kam der erste Weltcup. Hab dort in Altenberg, genau. Das war damals also das über die IBSF, also den Bob-Weltcup war das gewesen. Und laut Verträgen ist halt so, dass jede Bahn muss halt diesem Werbeteam, was dort an die Bahn kommt, einen zur Seite stellen. Und das war in dem Fall ich. Also Werbeteam heißt? Die kommen hin und machen an die Bahn, bauen die diese Werbebanden, diese Banden, die Werbe im Fernsehen so schön dann eingeblendet wird und genau, also die Bahnen sponsoren und alle. Und habe das so ein bisschen mit reingeschnuppert, bin natürlich in der ersten Woche rumgelaufen mit der Lehrling, erster Tag. Also ich wusste überhaupt nichts, wie es funktioniert. Habe dann in der Zeit gelernt, das Ganze. Und dann kam Rodeln, Phil. Und dort kam, mit dem ich das jetzt seit 2017 mache, der Fritz. Alle nennen ihn Fritz. Und wir waren relativ gut auf Kurs gewesen zusammen. Ich wusste schon, worum es geht, konnte dann schon mit anpacken, wusste die Schilder, auf was man achten muss. Das hat dann schon funktioniert. Ja, und als die Woche vorbei war, habe ich schon einfach gefragt, ich sage, du, wenn du nächstes Jahr jemanden brauchst, rufst einfach an. Nie daran gedacht, dass das passiert. Im April klingelt das Telefon, ich sage, ich schicke dir jetzt mal den neuen Sportkalender rüber, kreuzt an, wann du kannst und dann geht es los. Ja, kam er, ist angekreuzt, Übersee und noch 2, 3 andere. Das war damals in der Saison vor Pyeongchang. Aber wieso konntest du? Weil du dich freischaufeln konntest? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch relativ viele Überstunden gehabt. Das war mein Glück. Und halt auch noch vollen Urlaub. Und ich war damals auch Single. Also Familienurlaub war. Ja, und hab das angekreuzt. Und ich wollte es nicht glauben, im Mai habe ich schon die Flugtickets gekriegt. Und dann war das Fest. Und dann war ich dann dabei. Und dann ging es dann das erste Mal rüber nach Kanada, nach Calgary. Also ist eine Sache, also eigentlich klingt es ja wie eine total blöde Geschichte. Ne? Also du hast dich ja so extrem gar nicht reingeworfen, das war wirklich mehr, es hat funktioniert. Ja, es war einfach immer zur richtigen Zeit gerade in dem Moment. Das war wirklich in dem Moment, muss man so sagen. Ja. Also er sagt immer, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mhm. Nun macht ja scheinbar die Kälte wenig aus, oder? Ja, ich muss immer sagen, wir sind eigentlich alle schön blöd. Wir gehen im Winter, in der kältesten Jahreszeit ist es uns ja nicht kalt genug, dann stellen wir uns halt noch in die Eisrinne und fahren an die kältesten Orte, die es gibt. Ja, also. Aber das macht immer noch Spaß? Es macht immer Spaß. Also es gibt Momente, wo man sagt, warum habe ich das gemacht? Aber es ist trotzdem immer wieder, also die Mentalität der Menschen, die anderen Völker kennenzulernen, dort auch einfach mal eine Stunde ins Land zu gucken, das machen wir viel und das zu beobachten, das entschädigt. Das sind ja aber auch nicht immer bloß 3, 4 Tage, ne? Das ist ja doch ein längerer Zeitraum, wo du weg bist. Ja, es ist natürlich auch wirtschaftlich gesehen für die Verbände so, dass halt Übersee zwischen 2 und 3 Wochen immer ist. Und dann geht es halt 2 und 3 Wochen rüber. Das ist halt so. Und das ist aber so eine, das kriegst du bezahlt an den Termin, wo du dort bist. Genau, also das wird so in dem Bereich abgerechnet. Wir hatten am Anfang war das halt immer in meinen Überstunden abgebaut oder halt Resturlaub genommen. Und jetzt da bin ich auch meinem jetzigen Arbeitgeber sehr dankbar. Da gibt es ein Gentleman Agreement zwischen meinem Arbeitgeber und der Agentur, dass quasi ich vermietet werde an die Agentur, sodass mein Urlaub noch bleibt, ich aber halt das Ganze mitfahren kann. Also sonst würde das in dem Maße, wie es jetzt läuft, gar nicht funktionieren. Ja. Und durch die neue Technik kann ich halt auch von überall arbeiten mittlerweile. Wir haben jetzt fast September, also der Winter steht quasi schon vor der Tür. Was wäre das nächste Ziel für dich? Wo ist schon eine Anfrage da? Also die Anfrage ist schon durch, die Tickets sind schon da. Die Flugtickets sind letzte Woche gekommen, genau. Geht nach Whistler, nach Kanada. Wir fliegen nach Vancouver erst. Und dann, Entschuldigung, andersrum. Wir fliegen erst in Lake Placid in den USA. Dann geht es nach Vancouver. Und dann haben wir nochmal 3 Tage privat dran gehangen. Du sagst jetzt wir, wer ist das? Wer ist wir? Also das kleine Team, oder? Das Team, der Verband. Der Fritz und du? Der Fritz, ich. Dann kommt von der Agentur noch jemand mit rüber. Die ganzen Sportler natürlich sind ja halt alle mit. Wir hängen ja in diesen ganzen Pulk hinten dran. Ihr fliegt mit den Sportlern? Wir fliegen, ja, genau. Also mit den Europäern fliegen wir, den Deutschen, mit den Österreichern. Je nachdem, also bevorzugt mit den Deutschen, weil wir halt alle in diesem Tross mit denen dranhängen.
Hast du die auch kennengelernt schon ein bisschen so? Also ist da, sind da schon Freundschaften entstanden? Nein, Freundschaften entstehen da. Aber man kennt sich. Man kennt sich, man sagt sich guten Morgen, man kann immer einen blöden Spruch lassen, da gibt es immer einen blöden Spruch zurück. Man sitzt mal beim, wenn man durch Zufall im gleichen Hotel ist wie die, sitzt man halt mal am Frühstückstisch mit denen oder am Armbrottisch und kann auch mal mit Norbert Lock mal eine Stunde, zwei Stunden privat geredet, mit den Verbandschefen mal gesprochen. So. Also die kennen mich jetzt auch langsam, es dauert eine Weile. Nur Sportler sind eigenes Volk, muss man einfach so sagen. Das ist aber in jeder. Und es geht jetzt speziell um welchen Sport? Alle Wintersportarten? Nein, also es geht jetzt speziell wirklich nur ums Rennrodeln. Nur ums Rennrodeln? Genau, das Rennrodeln. Also hier Altenberg grüßt, das reden wir dann zum Schluss nochmal rüber. Genau. Und alles das, was so quasi weltweit ist, da kann man eigentlich Mark Bodis finden? Nee, alles. Also größtenteils. Okay. Ich kann ja bei allen Weltcups mit dabei sein. Ja. Das funktioniert nicht, aber relativ viele bin ich mit dabei und baue halt. Ja, kann halt sein, wenn man im Fernsehen ein Schild sieht, das habe ich gebaut. Ich müsste genauer auf die Schilder achten. Jetzt. Machst du ein Kreuzel auf der Ecke? Ja, mache ich. Das ist ein typisches Bodis-Schild. Ja. So, jetzt trinken wir erstmal einen Tee von Bombastus, bevor wir uns dann Bilder angucken. Du hast ein paar Bilder mir zugeschickt. Ja? Ja. Ich habe sie mir angeguckt. Schwer Auswahl zu finden. Lass dir schmecken. Bei den Temperaturen. Bei der Hitze ein kühler Tee, also ein kalter. So, jetzt haben wir hier das erste, was du mir zugeschickt hast, ist natürlich wieder passend zum. Also wie gesagt, wir reden gleich nochmal, das wird eine ganz große Sache in Altenberg. Man freut sich schon gewaltig, es wird gebaut irgendwo vor Ort. Ich war jetzt auch bei der letzten Fördermittelübergabe. Also das ist ja mittlerweile eine riesige Baustelle, um dort diesen Anspruch dann erfüllen zu können für die Sportlerinnen und Sportler. Es wird schon anders aussehen wie sonst. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch schon, dann die ganzen fertigen Objekte und Bauten zu sehen. Also dort oben wird richtig Gas gegeben. Ich habe gehört, es gibt doch jetzt wirklich Toiletten, die nicht als ein Container sind, sondern richtige Toiletten. Wurde jetzt geschaffen, genau. Ja. Das war ja sonst auch immer ein Thema. Die aber hätte ich nie gedacht, dass es doch so ein bisschen... Ja, man muss halt wissen, dass die Bahn in Altenberg, wo sie gebaut wurde, ja für die Öffentlichkeit ja nicht zugänglich war. Es war halt eine Trainingsstätte für... DDR-Athleten. Genau, spezielle DDR-Athleten. Ja. Und es war halt nur für das hohe ZK mit gewesen zum Zuschauen. Ansonsten war das Gelände zu. Und dann, dementsprechend ist halt die Bahn für Zuschauer nicht gemacht gewesen damals. Wir gucken. So, wo sind wir denn? Ja, wir sind in Altenberg. Das ist in Altenberg, ne? Das ist in Altenberg, genau. Ja, das ist mein Büro immer für die Zeit in Altenberg. Das Auto? Ja, das ist quasi vom Landkreis. Im Katastrophenschutz ist das so ein Einsatzleitwagen und dort habe ich alles drin, was man braucht, um halt Funk. Also koordinierst du jetzt, wenn irgendein Einsatz ist oder irgendein Unfall ist, das von dort? Also ich koordiniere den Regelfall, das muss man sagen. Das heißt also der ganz normale Tagesbetrieb, Koordinierung der Sicherheitskräfte und Security vor allen Dingen. Mhm. Wenn aber jetzt ein Brand entstehen würde an der Bahn, dann habe ich einen Einsatzleiter von Altenberg schon mit drin sitzen, der dann das übernimmt. Ja. Ja, so ist dann auch die Regelung. Das hat auch was mit Zuständigkeiten zu tun dann. So, jetzt sind wir hier im Ausland, nehme ich mal an. Genau, das ist auf der Fahrt, das war letztes Jahr. Das war von Salt Lake City hoch nach Park City auf der Hochebene. Okay. Genau, das ist von der Bahn. Quasi im Hintergrund haben wir, im Rücken haben wir die Bahn, Salt Lake, Park City. Und das ist die Zufahrt der Bahn. Das ist alles neu gebaut. Das sind in einem Jahr riesige Hotels entstanden. Und das ist quasi der Ort, wo wir waren. Das ist ein Industriegebiet und dort sind Hotels hingepflastert worden und Einkaufszentren. Aber halt eine schöne Hochebene. Das auch, ne? Genau, das ist nochmal am Tag fotografiert. Genau, nochmal ein bisschen das Auto mit drin, was man dort natürlich dann hat. Passend zum. Ja. Ja, das ist so am frühen Morgen. Wir fahren meistens so um 6:30, 7 raus. Okay. Um nur unsere Ruhe zu haben zum Bauen. Und dann einfach mal ins Eis rein fotografiert. Das ist übrigens, muss man wissen, Park City ist die Bahn mit dem höchsten Startpunkt. Mhm. 1900 unzerquetschte Meter, ich habe es nicht genau im Kopf. Der Herrenstart, höher darf nicht gestartet werden. Dann brauchen wir schon eine Gasflasche. Das hat was genau mit dem Drücken zu tun. Also höher darf nicht gestartet werden für die Athleten, das ist der höchste Punkt. Ja. Okay. So, jetzt setzt ihr hier alle zusammen beim Kaffee und Kuchen? Nee. Das ist, wer in Altenberg schon mal war und die VIP-Bereich kennt. Ach, wir sind in Altenberg wieder. Sorry. Nee. Das ist der VIP-Bereich in Park City. Ah, okay. Also die Amerikaner nehmen das ein bisschen anders. Wird halt nur abgetrennt mit einem Vorhang. Ja. Das sind aber auch solche Aufgaben, die wir hatten, solche Sachen mit zu dokumentieren einfach. Okay. Ja, das ist so gut, wie es da aussieht. Genau. Ja, das bin ich bei der Arbeit. Was haben wir denn da für Temperaturen im Winter? Also es schwankt
Das Krasseste, was wir hatten, waren minus 25 in Lake Placid. Mhm. Und dazu noch eisiger, kalter Wind und nasser Wind. Das war richtig eklig. Hier hatten wir zwei Tage gehabt. Oben, da habe ich auch gedacht, jetzt sind die Finger tot. Das geht einfach nicht mehr, weil auch die Schuhe sind kalt. Ja. Da ist ja Metall drin, teilweise Arbeitsschutz. Das wird nie wieder warm. Du hast den ganzen Tag kalte, eiskalte Füße. Also das, manchmal ist es schon... Du bist den ganzen Tag unterwegs, oder? Ja, ja. Geht früh um 6:30, 7 raus, ja. Dann machen wir ein, zwei Stunden so, dann fahren wir zum Frühstück rein, wenn die anderen alle raus sind, dann haben wir unsere Ruhe zum Frühstücken und dann fahren wir wieder raus und dann meistens sind wir wirklich die Letzten und bleiben so lange, bis irgendeiner das Licht ausschaltet. Okay. Gucken wir weiter. Ja, das war beim Schneefall auch in Park City, genau, das sind die aktuellsten. Ja, das ist sehr schön, das ist mein Ausblick aus meinem Hotelzimmer in Park City. Der so. ins Poolhaus rein. Also ich hatte kein offenes Fenster, nicht. Ich hatte entweder Chlor oder stickige Luft, konnte ich wählen. Also, ja, gibt es eine ganz witzige Geschichte. In Lake Placid war das gewesen, da war ich in einem anderen Hotel und lieg so im Pool und guck so hoch und sehe da die ganzen Gebäude. Und ich dachte mir, wer macht sowas? Wer macht das Zimmerfenster ins Poolhaus rein? Ja. Und ich dachte, die armen Hunde, also das wäre nicht für mich. Ja, und nächstes Mal habe ich selber erwischt. Genau. Ja, so, das ist Olympische Ringe. Das ist in Whistler, am Olympic Plaza. Das ist so dann auch wirklich, also wenn man es nicht selber dort war oder vor sich einem Olympischen Ring steht, es ist immer ein gewisser Spirit dabei. Das ist, deswegen gehört auch diese Bilder mit dazu. So, das ist irgendwas von der Arbeit? Genau, oder? Das ist am Ausstieg in Whistler. Da haben wir halt irgendwann mal kam die Idee auch vom Fritz mit, wir können ja das Schild, damit wir auf die Zeiten kommen für jeden Werbeträger, machen wir ein Wendeschild. Also haben wir hier drunter einen Raum gebaut, nur mit einer Unterlegscheibe eingeschraubt und können quasi das Schild dann. Ach so, es gibt ja auch die buchen ja gewisse Zeiten, ne? Oder dann die Werbe. Genau, das ist prozentual aufgeteilt. Ne? Und dann gibt es halt gewisse Zeiten und dann wird halt nachgeregelt. Ne? So, hier ist Weihnachtsstimmung? Das ist in Whistler, genau, auf diesem Plaza, was sie dort haben, ein bisschen Weihnachtsstimmung. Also die haben ja jeden Baum, ist dort elektrifiziert, kann man sagen. In das der ist Luft? Grönland. Genau, sind mit KLM geflogen. Das ist in Eagles. Das ist quasi der erste Station der letzten Saison gewesen. Das ist unten im Kreisel mal reinfotografiert, war halt schön die Nordkette zu sehen. Da haben wir den Kreisel jetzt hier, ne? Genau. Ne? Mhm. Ja, das ist Zielausfahrt. Das ist halt auch solche Sachen. Also wenn man, das sieht jetzt total professionell aus. Ne? Aber das sind jetzt genau um das genau, geht genau, um das. Geht das genau. Man muss halt gucken, jeder hat seine eigenen Wünsche. Ne? Ja. Die Schrift steht immer vor dem Auto. Ja. Wenn zweimal kommt, wird es wieder zusammengeschoben. Also da muss man immer ganz genau lesen. Das ist immer ganz interessant. Das ist Sigulda. Sigulda hat ja die Besonderheit dieses Hochsturzhaus, dieses Hochhauses mit dieser Trasse, die dort rumgeht. Welches Ländle ist das? Das ist Lettland. Lettland, genau. Also ich bin jetzt hier nicht so bewandert wie Lettland du. Ist ein relativ großes Rodelland. Das ist die Bahn unten im Zielkreisel alles. Da hatten wir auch sehr, sehr schönes Wetter. Das, nette Geschichte, haben wir nicht gewusst. Das ist auch in Sigulda. Das ist die Konkuria. Das ist es ist nur als Blockhaus gebaut. Ja. Und der dort gekocht hat, ist da. Ehemaliger Koch von Sebastian Vettel. Er hat quasi das komplette Red Bull-Team gekocht, inklusive Bernie Ecclestone zu den ganzen. Und der saß dann bei uns am Abend noch mit am Tisch und hat mit uns noch gequatscht. Das war eigentlich ganz, ganz interessant gewesen. Man lernt Leute kennen. Ja, das ist absolut. Genau. Ja, hier sieht man die Besonderheit. Das ist der Hochstart oder der quasi Herrn- und Bobstart von Sigulda. Ja, das muss man wissen, was im Hintergrund so in Altenberg abgeht. Das ist der Rennrodel Club Altenberg, das sind die Eltern, der Sportler. Und die machen wirklich jedes Jahr mit, sind also auch bei mir im Team mit, Ordner und sowas. Und ohne irgendwas zu sagen, gehen die nach jedem Wettkampf über die Tribüne und sammeln den kompletten Müll ein. Ach so, also das finde ich absolut und das ist für mich jedes Jahr mit einer Selbstverständlichkeit wird das gemacht. Also ohne solchen Leuten würde solche Veranstaltung einfach nicht funktionieren. Also, ja, was haben wir jetzt hier noch? Das ist ein Lillehammer. Und zwar an der Skisprunganlage, quasi das ist der Skihang oben zum Auslauf und das ist die olympische Flagge dort oben, also die Flagge. Wo du mir die Bilder geschickt hast, hast du mir geschrieben, ich bin selber erstaunt, wo ich überall schon war und was ich schon alles erlebt habe. Ja. Bleibt das alles kleben oder wird das irgendwann mal zum großen Brei, ist man schon zu viel unterwegs gewesen? Naja, also wenn man jetzt so flüchtig drüber nachdenkt, ist es ein Brei, aber wie jetzt, und man sich wieder die Bilder mal rauszieht, kann man sich wieder auch an die Details erinnern, also was man erlebt hat. Aber es kommt ja wieder Neues dazu. Gut, jetzt fliegen wir nach Whistler und Lake Placid, dort war ich schon jeweils zweimal. Ja, dann guckt man schon ein bisschen anders in die Gegend, aber man hat ja trotzdem irgendwo wieder Erlebnisse. Aber es ist jetzt nicht mehr die Menge, die dazu kommt. Aber es ist immer schnell, ne?
Also wenn wir gerade hier sitzen bei 30 Grad. Ja. Oder Regen. Guck mal nochmal, das Bild finde ich auch sehr schön. Das ist quasi von der Schanzenanlage oben, von der Olympischen Schanzenanlage in Lillehammer, dann runter in den Bremshang rein. Ja. Und hier ist quasi die Flagge, also dieser Topf gewesen. Ja. Ich wollte erstmal mit den Bildern jetzt aufhören, sonst wären es zu viele Bilder. Die Leute gucken ja, den wurde schon kalt. Vom Fernsehen wird jetzt zu viel Schnee sehen. Ich klappe das erstmal zu. Oder hast du noch einen, was man unbedingt... Wenn ich sehe, dann ja, ich habe relativ ausgedehnt. Ich habe über 3.500 Bilder gemacht insgesamt. Und ich mache erstmal zu. Du hast ja gesagt, es geht wieder fort. Ja. Das heißt auch, ist das jetzt alles Arbeit oder wie machst du Urlaub? Ist das so eine Verbindung zwischen Urlaub und Arbeit oder... Also, oder wo zieht es dich hin, wenn du 14 Tage ausspannen willst? Also ich sag mal, das ganze Urlaub ist für mich die Aussage, was anderes zu machen, als das, was man den ganzen Tag sonst macht. Bei mir nichts machen? Ich kann es nicht, das liegt bei uns in der Familie. Also, für mich ist das Erlebnis, das ist schon ein gewisses Ausspannen. Klar arbeite ich halt am Abend nochmal ein, zwei Stunden im Hotel, aber das ist alles okay. Dieses Jahr verbinden wir das Ganze. Wir fliegen quasi dann nach dem Weltcup in Wismar, dann nochmal mit der Freundin nach New York zum Christmas Shopping. Freundin? Nochmal 4 Tage, genau. Mache ich gleich schräg rein. Glücklich liiert? Ja. Ja, schon länger, oder? Jein, ja. Dann müsst ihr irgendwann mal eine Familienplanung kommen? Oder ist das erstmal jetzt weg? Das ist. Du bist noch keine 40, ne? So ist es? Noch nicht, nee. Also ist noch ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen Zeit, ja. Ist richtig. Du hast ja auch noch andere Aufgaben, also du bist Leiter der Ortsfeuerwehr Paulsdorf. Ja. Ist man ja auch ständig im Einsatz oder ständig in Rufbereitschaft. Dann im Feuerwehrförderverein Tipps dabei. Genau. Also so viel Freizeit dürfte ja gar nicht mehr sein. Nö, ist es auch nicht. Ich war noch nebenbei Haus. In Paulsdorf? In Paulsdorf, ja. Also seit 5 Jahren mittlerweile. Ja. Ich bin jetzt im 5. Jahr, wo ich baue. Genau, das ist ein langsamer Baustil des Marktbodens. Ja, naja, die Zeit ist begrenzt. Und lässt es aushärten, den Beton. Genau, ne, und habe relativ viel selber gemacht, also 70% selber gemacht. Ja. Da geht es halt auch nur, wenn Zeit ist. Das ist jetzt, also ein Haus baut man ja für die Familie, also denke schon, Familienplanung ist irgendwann mal dran. Ja, aber sie ist auch völlig im Tiefenentspannten, da sage ich bin es auch. Und wenn es also, halt nie wird, dann wird es halt nie. So ist es halt. Also jetzt darf jetzt meine Familie nicht hören, aber... Wenn du so durch die Welt fliegst, du lernst ja auch viele Leute kennen, auch Frauen. Oder ist das beim Wintersport nicht so? Das sind ihre eigene Blase. Also man quatscht miteinander, man redet miteinander, aber jeder geht dann seine Wege. Ja. Wenn man jetzt kein Sportler ist, dann ist man auch nie in die ganzen Geschichten so involviert. Wir machen auch viel unser eigenes Ding und gucken dann lieber. Also du hast auch jetzt, das läuft auch noch weiter. Solange wie dich diese Agentur haben will, machst du das noch? Ja, also ich möchte es eigentlich erstmal nie aufgeben. Ja. Wenn mir jetzt irgendwas passiert oder wenn es einfach beruflich nicht geht oder irgendwas, dann ist es halt so. Ich kann mich jetzt nicht beschweren, ich habe viel erlebt. Es gibt noch so ein paar Ziele, wo ich eigentlich noch mal hin wollte, an gewisse Bahnen. Zwei wird es wahrscheinlich die nächste Zeit nicht werden. Und die anderen müssen wir mal schauen. Du bist ja auch jetzt viel bei der Rennrodel und Bobbahn in Altenberg. Es sind viele internationale Wettkämpfe, die derzeit hier stattfinden und auch geplant werden. Also die Bahn ist gut gebucht, da kann man nicht meckern. Hat ja auch durch die, ich glaube, Königsberg ist ausgefallen, oder? Königssee, genau. Königssee, dadurch einiges nach Altenberg gekommen. Und jetzt im Januar 2024 die Rennrodel-WM, da freust du dich, oder? Ja, es ist im Vorfeld viel Arbeit, aber es ist halt immer so, die WM ist, Und da wirst du auch in diesem roten Auto sitzen? Ja. Und für die Sicherheit sorgen? Ja. Das ist schon alles schon gebucht? Das ist alles schon fix. Wir machen jetzt noch die letzten Konzepte fertig, die wir noch einreichen müssen. Fangen dann an, die Personalplanung zu machen und also das ist alles schon fix. Wir sind ja ein Organisationskomitee, da hat jeder seine festen Aufgaben, das ist wirklich ein tolles Team und das läuft eigentlich dort auch wirklich wie geschmiert. Also internationale Wettkämpfe sind ja doch ein bisschen eine andere Nummer, ne? Also wir haben gerade viele Zuschauer. Ja, also das ist halt der größte Faktor, die Zuschauer, man weiß nie wer kommt, man weiß nie wie sie kommen, man weiß nie wie sie wieder rauskommen, in welchem Zustand, das muss man halt alles berücksichtigen und man muss halt dann auch wirklich dann abschätzen, wie man das Ganze dann aufbaut. Du bist ja auch jetzt bei dieser ganzen Sicherheitsplanung, ist ein großes Team, was das macht. Und jetzt mal, ich will bloß mal wissen, deine Bezeichnung in Altenberg ist Sicherheitsbeauftragter des Landkreises oder wie ist das? Sicherheitsbeauftragter für internationale Wettkämpfe. Also ich bin jetzt nur für die Sicherheit quasi beim Weltcups, bei
bei der WM, bei den deutschen Meisterschaften zum kleinen Teil, bei der JWM war ich mit gewesen, beim Junioren-Weltcup auch mit. Also bei diesen Sachen bin ich halt Sicherheitsverantwortlicher. Und das heißt, bei den kleinen Wettkämpfen mehr für die Security- oder Ordnereinteilung das zu organisieren, die Kontakte zu halten. Und bei den großen geht es halt dann auch in den Brandschutz mit rein, Abnahme, Marktstände, Unfallverhütung, Feuerlöscher, von so die ganzen Sachen. Interessante Sache. Ja. Und wenn man das so hört, eigentlich ein sehr erstrebenswerter Beruf. Also, oder Hobby, also ich bin immer noch nicht ganz sicher, es ist kein Hobby, ne? Es ist zu ernst, also ein Hobby kann man so nie betreiben. Ja, das kommt durch die Feuerwehr. Feuerwehr ist eigentlich auch zu ernst, um es als Hobby zu betreiben, aber trotzdem ist es ein Hobby. Ja. Das muss man einfach so sehen. Man muss für die Sache brennen und für den Wintersport, das lebt man irgendwo. Man wird nie reich damit, man verdient auch nie das Geld, um davon wirklich richtig zu überleben, in dem Bereich, wie ich es mache, sondern man brennt einfach für die Sache. Das muss man, denke ich. Das muss man, das ist einfach so. Also wir haben gehört, die Flugtickets sind letzte Woche angekommen. Wenn ich jetzt, also eine meiner letzten Fragen, eine gute Fee wäre, könntet ihr drei Wünsche erfüllen? Welche wären das? Was würdest du jetzt wünschen wollen? Was brennt auf der Seele? Sonne und Schnee. Schnee spielt immer eine Rolle, oder? Ja, das gehört dazu. Das ist, ja, angenehme Flüge und dass uns eigentlich, sage ich immer, an der Bahn nichts passiert. Gesund bleiben. Das ist, genau. Denn wir haben es ja erlebt, wie das Ganze auch alles auf Null gefahren wurde. Große Veranstaltungen, die Welt stand still. Ja. Wie ging es dir in diesen zwei Jahren? Stressig. Waren zwei interessante Jahre. Wir haben ja die WM 2020, war zu Ende. Letzter Tag. Und ab dort war alles zu. Danach. Genau, das war, ne? Genau. Wir waren Donnerstag, weiß ich noch, ich sitze beim Jens oben im Büro mit und sage, wir haben es geschafft, die WM läuft, das ist alles super, alles läuft. Ja. Und keine drei Stunden später klingt das Telefon, ja, also wie ist es mit euren chinesischen Sportlern? Und das ganze Corona fing an. Und aber es ging alles noch durch und dann war zu. Und in der nächsten Saison gab es ja dann den neuen Beruf des Hygiene-Officers. Und ich wurde gefragt, ob ich es machen will oder ob ich es machen will. Und dann habe ich halt den Hygieneofficer gemacht und habe dann halt wirklich zu diesen ganzen Weltcups, damit zumindest die Sportler ihren Job machen können, ja, das muss man, haben wir dann die ganzen Corona-Tests gemacht, haben uns dort auch weiterentwickelt und waren dann eigentlich so weit, dass wir in 8 Stunden 700 Tests abnehmen konnten mit den Sportlern, mit allem. Also das war dann auch relativ stressig gewesen, die nächste WM, die wir ja gekriegt haben, aufgrund dieser Corona-Krise, die kam ja von Lake Placid her. Genau. Aber du hattest nie jetzt die Angst, dass es irgendwann mal einschlafen würde und das Ding, es gab ja Leute, die haben gesagt, das wird nie wieder so, wie es mal war. Nee. Mit den Reisen zum Beispiel, ne? Irgendwann müssen sie, also die hätten uns ja nicht ewig einsparen können, muss man sozusagen. Also mal rein von wirtschaftlich gesehen, mussten die irgendwann loslassen. Und wir können ja nicht ewig uns irgendwo zurückhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass das alles reibungslos funktioniert. Das haben wir im Sport gemacht. Wir haben die Sportler getrennt, wir haben dort verschiedene Systeme gefahren, dass das alles läuft. Und jetzt auch die Einreise. Letztes Jahr in die Staaten, das war wie 2014, wo wir drüben waren. Also einfach und kompliziert. Wieder. Schwierig wie immer, da muss man sagen. Ja, der Unfall kennt man ja. Genau. Also, aber es war so wie vor. Maske ist dort alles, das hat alles niemanden interessiert, das ist halt so. Okay. Also, Marc, danke, dass du da warst. Wir sind halbe Stunde schon durch. Wünsche dir eine schöne Saison, schönen Dankeschön. Winter an allen Wettkampfstätten, an denen du zu finden sein wirst. Unfallfrei, bleib gesund und wir sehen uns dann spätestens beim FRM-Vereinsquiz eventuell. Genau. Und wenn du nicht dabei bist, dann jemand von deinen Kameradinnen oder Kameraden. Also wie gesagt, alles Gute für dich und das war der Talk im Autohaus. Nächstes Mal freue ich mich auf Dr. Andreas Kornmüller, besser bekannt auch als Magic Andy. Der wird mir hier, so habe ich gehört, ein kleines chemisches Experiment bereiten, auf das ich nie vorbereitet bin. Also lassen Sie auch Sie sich überraschen beim Talk im Autohaus. Und das war der mit für diesen Monat, für den September schon. Wir gehen schon in den Herbst. Wie gesagt, das nächste Mal Magic Andy. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Talk im Autohaus wird Ihnen präsentiert von Bombastus. Zum guten Gespräch ein guter Tee.
Bombastus, Naturheilmittel seit 1904.